Hey, wir sind Chris und Patrick von den Wear Nerds und wir spielen jetzt eine Runde Fisherman's Tale. Der Hype ist real, hä? Ja, ich habe schon viel darüber gelesen und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das wirklich schlägt, das Spiel. Ich habe es noch nicht einmal gesehen, also ich habe Lust drauf. Ja, also du darfst doch sehr gespannt sein, denn das ganze Spiel kommt von den Leuten, die auch Arizona Sunshine entwickelt hatten. Also damit auch schon einen großen Titel am Start haben. Ziemlich großen. Genau, und das Spiel wird im Januar dann auch komplett erscheinen. Wir können aber jetzt schon mal einen Blick in die ersten Level werfen. Ja. Und das Ganze machen wir mit der Samsung Odyssey Plus, die wir nämlich gerade auch testen. Und da dachten wir, ja, dann können wir die auch gleich hier für das Let's Play nehmen. Ja, ich bin gespannt. Also Bildeindruck ist schon mal... Genau, also ich verschwinde jetzt mal hier, gehe von der Kamera weg und setze mich am PC. Ja, das ist manchmal so. Aber ich will dir die Bühne alleine überlassen, Patrick. Okay, ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Start. Ja. Ich hatte nicht mal irgendeinen Hintergrund, was... Okay, ich kann den Prolog theoretisch überspringen. Also hier hat schon mal jemand vorgespielt. Soll ich das machen und Kapitel 1 starten oder erstmal so ein bisschen... Das ist jetzt eine ganz schwere Frage, ne? Prolog oder erste Kapitel? Erstmal Prolog, mal so erste Eindrücke. Eigentlich schon, ja, komm. Ha? Prolog ist besser. Muss vorne anfangen. Mit Hinweis, ich mache alles. Ich habe das Spiel noch nicht einmal... am Laufen gehabt. Was ganz schön ist, was ihr auch schon seht, wahrscheinlich ist, dass das auch komplett schon in deutscher Sprache ist, also auch jetzt diese Preview-Version. Ja. Ich finde, klar, bei manchen Spielen ist es gar nicht nötig, auch wenn man dem Englischen nicht ganz so mächtig ist, aber bei so Story-Puzzle-Spielen ist es schon manchmal nicht. Okay, jetzt ruhig. Diese Geschichte schon einmal jetzt bist du ruhig, Chris. Es war einmal du siehst dich im Spiegel? Marionette. Ich höre dich nicht so gut. Von Hand du siehst dich im Spiegel? Ich sehe mich im Spiegel. Einige Ecken und Kanten, aber das ist zu erwarten, Ecken und Kanten? Wenn man aus Treibholz geschnitzt ist. Die Marionette lebte ein einfaches Leben in einem typischen Leuchtturmwärterhaus, wo alles seinen Platz hatte. Und jeder Tag begann gleich. Der Fischer putzte seine hölzernen Zähne. Ja, wasch erst mal ab, Patrick, hier. Soll mir erstmal meine Zähne putzen? Nun, wenn du glaubst, hölzerne Zähne müssten nicht geputzt werden. Da könnt ihr mal den Mund aufmachen, wenn Zähne putzen, ne? Und einen Splitter gleichzeitig. Dann schob er einen Holzscheit in seinen kleinen Ofen, um es warm zu haben. Ofen zu verwenden, Trackpad. Ja, du kannst dich drehen wahrscheinlich damit. Ah, ich habe ja hier, bei den Dingern habe ich ja beides. Ah, okay. Okay, ich kann mich wahrscheinlich sowohl so, ja. Sieht schon lustig aus. So, da ist mein Ofen jetzt. Ich kann Trackpad hochhalten und den Boden ans... Ah, okay, teleportieren. I see. As easy as it seems. Yeah! Drücke Hände vor, schweben zu lassen. Aha, mit dem Grip. Mit dem Grip-Button. Oh. Vorsicht. Kann ich so meine Hand ein bisschen ein- und ausfahren? Mhm. Oh, das ist bestimmt heiß. Rein! Schön. Oh, ich merke schon, wie es wärmer wird. Vor dem Sturm. Als nächstes nahm er angenehm. Bei der Kälte draußen, du, so ein Feuerchen. Seine Glücksmuschelschale dort drüben im Regal. Das ist kein Staubwedel. Da hinten ist der Staubwedel. Dann drehe ich mich mal dahin um. Oder soll ich mich lieber. Das ist so ein Ding, was du auch im Real Life noch nie benutzt hast, oder? Staubwedel? Ja. Ich wusste bis jetzt nicht, dass es existiert. Aber dafür kennst du das Wort ziemlich gut. Muschelschale im Regal in der Ecke ab. Kleine Muschelschale, das wird die sein. Kann ich aber nicht nehmen, soll ich die nur ab? So. Ja, die komm, so staubig war es jetzt auch nicht. Erinnerte ihn an eine nicht so staubig wie bei uns im Büro. Als nächstes öffnete der Fischer sein Fenster weit, um nach dem Wetter zu sehen. So, wie sieht denn das Wetter heute aus, du? Wir sind ja ein bisschen hier auf See. Eine ruhige See heute. Oh, kann man machen. Dich kann man machen, auf jeden Fischer Fall. Füllte seine kleine hölzerne Lunge. Ja, schöner Ausblick, ne? Das war am richtigen. Aber auch sehr einsam. Arbeitete er jeden Tag an seinem neuesten Modell. Mhm. Dort in der Mitte des Raumes ein perfektes Modell von seinem eigenen kleinen Leuchtturm. Das ist mein eigener kleiner Leuchtturm. Genau bis ins kleinste Detail. Um ehrlich zu sein, wenn man Fischer ist, braucht man nicht viel Vorstellungskraft. Es war auch schon fast fertig. Nur zwei Teile mussten dem Modell noch hinzugefügt werden. Was fehlt denn? Der kleine Modellschrank und der letzte Abschnitt der Wand. Kleiner Modellschrank, Abschnitt der Wand? Der letzte Abschnitt der Wand? Was? Kleiner, was? Wo ist was? Was ist das hier? Kann ich hier hin? Oh, weiß ich ja gar nichts. Das Modell sollte eine perfekte Nachbildung sein. Ein Teil der Wand fehlte und ein Modellschrank. Sie müssen hier doch irgendwo gewesen sein. Buttons umzudrehen und umzusehen.
Welcher Sensor? Ich bin noch nicht zu weit von dem Sensor. Ich hab eine Odyssey, ich hab keine Sensoren. Aber wahrscheinlich will er mich trotzdem hier. Okay, ist aber okay, ist okay. So, kann ich das hier öffnen? Mhm. Was habe ich da gesammelt? Ich weiß es nicht. Sah aus wie eine Münze von hier. Ja, habe ich irgendwas, was Licht macht, womit ich da hinten ein bisschen reingucken kann? Das Modell kann? Sollte eine perfekte Nachbildung sein. Also das finde ich ein bisschen blöd, dass er mich zwingt. Und ein Modell. Ah, vielleicht kann man das einstellen. Muss man in die Settings schauen. So, ich muss jetzt mal ein bisschen was suchen. Oh, kommen wir wieder her, Hand. Das ist ein Topf. Ich brauche eine Wand und einen Modellschrank. Siehst du irgendwas, lieber Chris? Was ist das da? Ah, hier liegt er doch. Ach, Patrick, genau vor der Nase. Aha. Zwei Teile fehlen. Leute, ich dachte, ich muss. Ließ er sie in der Nähe des Modells zurück. Vielleicht musst du auf Roomscale stellen in deinen Settings. Oder ja, so. Ich vermute mal. Nun der letzte Schliff. Eine kleine Puppe von sich selbst im Inneren. Eine kleine Puppe von mir selbst, da ist er. Oh, da fehlt aber der Kopf. Hier ist mir. Oh. Ist der Spiegel? Das ist der Spiegel? Warum ist der Spiegel so blurry? Zum Glück passt ja, bei mir auch. Prima zusammen. Ziemlich blurry. Jetzt musste die kleine Puppe nur noch in ihren kleinen Schaukelstuhl im Leuchtturm werfen. Dann sollte mal wer putzen, da ist ein dicker Fettfilm drauf. Ja, von seinen Routinen ermüdet, ruhte der Fischer seine schmerzenden Knochen im eigenen Schaukelstuhl aus und schlief ein. Linsenabstand. Und träumte von Modellen. Das ist natürlich jetzt komplett falsch. Wo der Geruch von Lack und Klebstoff immer frisch und die Welt einfach und sicher war. Oh. Folgte die Marionette. Also auf jeden Fall schon mal sehr schön gemacht. Die Erzählerstimme ist sehr gut. Zähne, muss man echt sagen. Muschel ab und arbeitete an ihrem Modell. Ah, hier ist er. Auch von der Musik her, so die Grafik ist schön. Die Effekte sind ganz cool. Innerhalb von Welten, Wände innerhalb von Wänden. Um den Sturm draußen und fern von sich zu halten. Also ich bin auch so ruhig, weil der andauernd im Hintergrund redet, ne? Ja. Was endete? Oh, what? Oh, das war der Prolog wahrscheinlich. Mhm. Ah, da können wir auf jeden Fall noch das erste Kapitel anschauen. Ja. Ich wüsste, wie ich jetzt da hinkomme. Aha. Aha. Fischsaison. Recht mau aus. Wir alle wissen, dass irgendwo da draußen ein großer Fang lauert. Aber werft noch nichts aus. Es heißt, ein gewaltiger Sturm naht. Es ist vielleicht besser, vorsichtig zu sein. Vorsicht ist die Mutter der Tortilla. Großes Wesen und Unwetter. Oh ja, da kommt das Unwetter schon aufgezogen, ey. Das hab ich genau gesehen. So, Kapitel 1. Das war jetzt ein kleines Kennenlernen, drehen, rotieren, greifen, Arm ausfahren, Sachen kombinieren. Das sind so, glaube ich, die Basics. Mhm. Bin ich wieder bei meiner Morgenroutine? Jeden Morgen erwachte die Fischerpuppe in ihrem Modell-Leuchtturmwärterhaus, wo alles an seinem Platz war. Und der Tag begann immer gleich. Außer an diesem Morgen. Da fühlte sich etwas anders an. Es fühlt sich... Mein Bart juckt, glaube ich, an einer anderen Stelle diesmal. Ich glaube, diesmal juckt er mehr hier. Ja. Gott, das Fenster war vernagelt. Der Fischer konnte sich nicht daran erinnern, was getan zu haben. Wo bin ich hier? Selbst bei Sturm wäre er hier drin sicher. Hä? Aber zwei blöde Holzbretter konnten sich nicht zwischen ihn und seine Routine stellen. Was denn... Kann ich die... Die Bretter waren angenagelt. Was brauche ich? Konnte er sie nicht entfernen. Was brauche ich? Ein Brecheisen. Oder den Staubwedel. Ich kann jetzt hier hinten... Eben konnte ich hier hinten gar nicht hin, ne? Es war zumindest dunkel. Hier brauche ich einen Schlüssel für, ne? Ja, so aus. So, dann drehen wir uns... Hier könnte ich natürlich das... Ach, der könnte funktionieren. Ja, da sagt er schon, der könnte funktionieren. Zu sagen, es kommt auf das richtige Werkzeug. Oh. Kommst du raus? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Nee. Aber wie hake ich das denn jetzt ein? Muss ich die Nägel? Ah, ich muss die Nägel ziehen. Okay. Könnte mein Schwert das Ding denn zugemacht, ey?
Was war das für ein Gefühl? Denk mal du selbst. Der Fischer hat sich schon lange nicht mehr so gefühlt. Ich brech endlich aus meiner morgendlichen Routine aus. Ah. Ich hab das aber echt nicht zugemacht. Endlich. Der Geruch des Meeres. So, mach mal auf die Kiste. Soll ich mich erstmal nach vorne teleportieren? Ja, also. Hauptsache, du machst also, mal auf. Wir haben jetzt halt natürlich echt nicht nach Settings Was? Ah, das bin ich. Außerhalb des Zimmers war ein anderes Zimmer, ein nachgebautes Zimmer. Oh ja, oh hier, hier. Und darin stand die riesige, aber wohlvertraute Figur eines Fischers. Und er wusste, dass das Gesicht dieser riesigen Figur, wenn sie sich umdrehen würde, ihm sehr vertraut sein würde, mit allen Ecken und Kanten. Hä, was siehst du denn da? Wenn das da draußen lag, dann... Was war dann in seinem kleinen Modell-Leuchtturmwärterhaus mitten in seinem Wait. Du guckst von dem Haus in das nächste Haus. Und zwar bin ich da drin. Oh! Warte, muss ich mich jetzt hier wieder so drehen, sonst meckert er? Okay. Also wir müssen gleich vielleicht echt mal kurz in den Settings gucken, weil das wäre, glaube ich, echt wichtig zu wissen. Ja. Da bist alles du. War dort drin, im Oha. Des Modells. Oha, das finde ich echt cool. Und da ist er wieder da drin. Aber die kleine Version von sich selbst. Und da ist er da draußen. Sie bewegt sich. Er war in krass. Einer unendlichen Ach, du Scheiße. Kopie gefangen. Ist ja nice. Der Fischer fing an, Oha. Sich schwindlig zu fühlen. Er Was? War im Inneren des Modells und außerhalb des Modells. Wer hatte nur alle Fäden in der Hand? Eilmeldung. Allgemeine Warnung an alle Leuchttürme. Trotz unserer Warnungen ist ein einsames Boot im Sturm in See gestochen. Oh. Leuchtturmwärter, stellen Sie sicher, dass Ihre Leuchtfeuer hell leuchten. Ich wiederhole, ein einsames Boot ist im Sturm in See gestochen. Okay, okay, ich muss den Leuchtturm anmachen. Die Welt könnte in sich zusammenfallen. Aber aus welcher Perspektive? In welcher Größe? Er musste die Leuchtturmlampe hoch oben anzünden. Ich kann das bestimmt. Leben eines jetzt kannst du den. Seemanns stand auf dem Spiel. Ein riesiger Anzug hatte die Doch. Natürlich. Wie unten. Ach, und dann hast du ja alles nochmal in Miniatur und in groß, ne? Anhob, wurde der große von seinem Theoretisch, du könntest dir jetzt vielleicht den Riesenhaken in deine Wohnung werfen. Welchen Riesenhaken? Ja, du kannst ja jetzt auch was aus der Wohnung in die kleine stellen und hast da einen Riesenstaubwedel zum Beispiel. Oder ist nicht? Ist das so? Ja, bist du. Nee, oder? Stell den mal da rein. Ja. Kann ich aber nicht wirklich ver... Doch, Hilfe. Come on. Da geht das Putzen auch viel schneller. Zeit, das Leuchtfeuer anzuzünden. Come on. Zeit, das Leuchtfeuer... Also, es backt dann so ein bisschen rum, aber... Mist, die Tür war zugesperrt. Er musste den Schlüssel irgendwo hingelegt haben, als er das Zimmer zum letzten Mal verlassen hatte. Wann war das noch gleich? Wann habe ich denn... Oh. Dann, meine Freunde, passierte etwas sehr Merkwürdiges. In diesem Zimmer, wo er jede Ritze und Ecke kannte, sagte ihm eine fremde Stimme... Hey, du da! Du ungepflegte, aussehende Marionette! Hä? Ja, du da! Du? Der mit den Fäden! Hier drüben bin ich! Was hier oben auf dem Regal! Ah, lustig. Hast du einen Sprung in der Schüssel? Warum hast du den Anker bewegt? Warum hast du das Dach abgenommen, ha? Oh, der Fischer, er fühlte... Nun, seine Glücksmuschelschale hatte gerade mit ihm gesprochen und war auch noch sehr unfreundlich dabei. Er fühlte so, wann sich sprichst also du denn? Nicht so toll. Du staubst mich jeden Tag ab und dachtest, ich hätte nichts zu sagen? Ich bin ein Einsiedlerkrebs, mein Lieber. Und du schätzt ein schönes, ruhiges Versteck vielleicht nicht, aber ich schon. Also Ruhe jetzt, pst. Und vor was verstecken wir uns? Das ist voll gemein. Ich verstecke mich vor dem Sturm. Warum glaubst du, dass ich den Schlüssel gestohlen habe? Der ja, was würdest du an seiner Stelle machen? Der Schlüssel, wo ist er? Ah, oh, viele, die du Krabben stecken. Der Fischer atmet tief ein. Die Sprecher sind richtig gut, ey. Einsiedlerkrebs. Die Sprecher sind richtig gut. Klügstes aller Schalentiere. Ich muss hoch auf den Leuchtturm. Die Seeleute da draußen suchen uns vielleicht. Wir müssen mutig sein. Hilf mir. Mutig? Bitte. Mutig? Gibt's dir auch in riesengroß und in super klein? Ich kann ihn nicht nehmen. Der Kapitän. Und ein Kapitän braucht seine Mütze. Und einen Rettungsring für den Fall der Fälle. Dann, nur dieses eine Mal werden wir mutig sein. Okay. Na gut. Okay. Natürlich mutiger Kapitänskrebs, okay. sagte der Fischer. Deine Mütze und einen Rettungsring. Er will eine Mütze und einen Rettungsring. Holzmarionette jetzt einen winzigen Rettungsring und eine Mütze finden, die einem Krebs passt. Alter, ey, das Spielkonzept ist ja der Wahnsinn. Sehr gut.
Ich fühle mich schon viel sicherer. Jetzt brauche ich nur noch eine Mütze. Wie sollen die Leute hin? Sonst wissen, dass ich der Chef bin? Eine Mütze will er. Was sieht denn hier wie eine Mütze aus? Egal ob groß oder klein. Guck mal ins kleine Haus, da hat man noch mehr Überblick, oder? Vielleicht die Mütze von dir? Die kleine Mütze, die du da aufhast, die rote? Und? Nee, ich würde sie dem Kleinen wegnehmen. Mal sehen. Ziehst du dich jetzt selber hoch gleich? Das geht, glaube ich, leider nicht. Nee, also die Mütze kann ich nicht nehmen. Es ist so lustig. Hallo. Ich hätte schon vor Jahren in eine andere Schale ziehen. Ich brauche einen. Ich weiß, aber ich hier sieht's. Hast du. Hast du Lust auf. Wir haben den größten das hier? Zeiten, und du möchtest, dass ich aus der Schale. Das ist doch ein Superhelm. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Er sagt sogar, er glaubt nicht, dass das helfen wird. Vielleicht brauche ich dann den normalen großen. Jetzt habe ich den aber raus, das heißt, ich muss ihn jetzt wieder reinlegen. Hier ist. Alter. What the fuck? Nein, glaube ich nicht. Komm schon. Ich gebe zu, ich bin ein neugieriger Krebs, der viele Fragen. Oh mein Gott. Aber dieser Sturm macht mir wirklich Angst. Was geht denn noch als Mütze durch? Eine Schnecke. Ne, das hier auch nicht, ne? Na, in der kleinen Version vielleicht. Aber das ist doch alles keine Mütze. Warte, wieso kann ich mir die hier nicht abziehen? Ein Kapitän ist nichts ohne seine Mütze. Ist das, ne? Das ist es auch nicht. Oh lol. Was ist denn hier eine Leiter? Ah, die kannst du dann auch umplatzieren. Kann ich da dann. also hier sehe ich nichts. Ich könnte auch hier etwas Winziges haben, was ich mir übergebe, ne? Du meinst was? Ja. Kann ich hier irgendwas machen? Hier kann ich nichts machen. Wie sieht's denn in der Schublade was vielleicht? Hier aus? Schade. Good try. Nein. Das kriege ich nicht auf. Vielleicht ist etwas im Schrank, aber der Griff fehlt. Der Griff fehlt vom Schrank. Irgendwo noch ein Griff? Ich gebe zu. Aber da kannst du doch den Haken dir holen. Welchen Haken? Den Enter. Nee, wie heißt das? Ach, scheiße. Also ich brauche noch so einen Griff. Ja, aber den kannst du dir doch holen. Ach, den hier? Nee. Der lag doch da. Das war doch der große Anker. Anker, wollte ich sagen, genau. Wo habe ich den hin? Und den kannst du doch klein machen und dann dürfte der doch da reinpassen. Den hier? Oh, Junge, Junge. Aber wir haben den ja schon klein gemacht. Ach du Scheiße. Ja, da ist doch die Mütze. Und die musst du jetzt aber auch nochmal klein machen. Fuck, wo ist die Mütze hin? Da hinten. Aber noch kleiner kriegst du. Doch, kriegst du die noch kleiner? Ja, dann müsstest du da rausnehmen, ne? Aus dem kleinen Ding, genau. Also, ich würde es jetzt da hinlegen und aus dem Kleinen die Kleine holen. Genau. Ach du Scheiße. Ich habe sehr empfindliche Augen. Ja. Hast du alles gefunden? Wahnsinn. Nun, wenn eine kleine hölzerne Marionette das kann, dann werde ich mutig sein. Lass mich nur raus aus komm schon. Komm schon. What? Schale. Oh, der sieht ja gut aus, ey. Zugig. Ich fühle mich so viel leichter. Und die Welt fühlt sich so viel größer an. Ich glaube nicht, dass ich wieder in meine Schale. Ja, Freiheit. Okay, Freiheit. Machen wir das. Ja. Ich helfe dir, die Tür zu öffnen, damit okay. Du deine alten Seemannskameraden retten kannst. Schaffen wir. Und ich als Kapitän werde tapfer hierbleiben und Wache stehen. Ja, ja. Wo ist der Schlüssel? Mal sehen. Wo habe ich den Schlüssel gelassen? Ja. Ich hielt den Schlüssel, während ich meine Schale reparierte. Dann hatte ich einen plötzlichen Juckreiz und dann verflixt. Ich hab's vergessen. Der Krebs hatte sein ganzes Leben in dieser. Ja, der ist ein bisschen klein, der Schlüssel, Patrick. Denk mal nach. Ja. Ich habe gedacht, ich kann da schon mal rausnehmen. Wenn ich das hier. Au. Oh. Das kann ich jetzt halt nicht nehmen, ne? Musst du da drehen, die ist sonst so schwer. Oh oh. Ich habe den Schlüssel verloren. Jetzt drehe ich mich jetzt halt so rum. Das ist ein bisschen blöd. Ach. So, jetzt kannst du noch nehmen. Das kann ich doch bestimmt nehmen. Das wird funktionieren. Wahnsinn, ey. Also ich bin ein Riesenfan von dieser Spielidee.
Jetzt schon? Wo stehe ich denn gerade, wenn ich fragen darf? So. Er musste seinen Weg hoch in den Turm in der Dunkelheit finden. Oh. Und konnte das Licht des Sturms draußen schon hören, das immer heftiger wurde. Aha. Oh. Wo bin ich? Alleine im Meer. Alleine. Oh. Alleine. Oh, da fährt das Alleineboot. Mhm. Das Alleineboot auf schlechtem Wetter, Wasser. Aber ja, ich bin jetzt voll gespannt auf das nächste Kapitel, wie die, also, ne? Also. Bleibt das Konzept jetzt so gleich? Dass man ja, den Leuchtturm ja nicht mehr, ne? Ja, eben. Das würde mich auch interessieren. Ja, bin ich gespannt. Also das spielen wir jetzt auch noch, das Kapitel 2, habe ich gerade festgelegt. Uiuiui, du bist aber ganz schön motiviert. Ja, heute hau ich einen raus. Heute. Butter bei die Fische. Du, da kenne ich nix. Kenne ich nix, du. Direkt noch einen drauf. Da sage ich hier, Sendezeit verdoppeln, fertig. Sendezeit, okay. Wir begleiten euch durch die Nacht, Fischfans. Und nicht vergessen, kein Fang ist es wert, Leib und Leben zu riskieren. Okay. Selbst wenn es der größte Fisch, den Papa je gefangen hatte. Der Fischer hatte sein ganzes Leben lang versucht, einen ebenso großen Fang zu machen. Das Ding atmet? Du hättest nicht zufälligerweise ein Gläschen Wasser für mich. Ein Gläschen Wasser? Ich geb dir alles. Du bist ein scheiß Fisch. Ich krieg's im Wasser. Leben. Das widersprach alles, was er je gelernt hatte. Er musste Wasser für den Fisch finden. Das ist finden. Kein Wasser wahrscheinlich. Ja, klar, da ist ein bisschen Wasser drin. In jedem Fisch steckt ein bisschen Wasser. Ich will das Ding auf. Habe ich hier irgendwo... Kann ich alles nicht aufmachen? Vielleicht sind die schon offen. Ja, du musst sie erstmal befüllen. Aber womit? Mit Meerwasser. Da unten ist auch... Also ich kann ja auch theoretisch... ich kann halt auch einmal wieder in den alten Raum. Ja. Ich krieg dir aber... Aber das ist, scheint mir aus dem Hahn nicht das richtige Gefäß zu sein. Komm schon. Du hast kein Wasser. Wasser! Mann! Ich bin wütend. Ich weiß. Was haben wir hier noch? Ich hab Licht. Wieso kommt denn kein Wasser aus dem Wasserhahn? Wo bekomme ich jetzt Wasser her? Der Wasserhahn war so meine Option. Die Option. Was ist das hier drin? Kann ich nichts machen. Links steht was. Da in dem... Nee, krieg ich mal weiter. Wasser. Da war doch so eine Pfütze Wasser. Und da war eine Flasche. Vielleicht da? Hier unten. Wasser. Aber kann ich ihm das einfach so geben und du bist zufrieden? Wasser. Kann ich eben nicht? Nee, sieht doch eher aus wie Schnaps. Ich kann ja nichts aufmachen. Was ist hier drin? Nichts. Was ist das hier? Huch. Was ist das hier? Ein Fernrohr? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall zu klein. Ja, ist gut jetzt. Hier ist meine Spielrichtung. Ist das ein Rohr? Warte. Es ist... Nee, da fehlt nichts. Ich hätte gedacht, dass weil hier kommt ja gerade kein Wasser raus, dass ich hier irgendwas zusammen wieder basteln muss. Mhm. Nee, sieht aber nicht so aus, ne? Nee, geh noch mal in den anderen Raum. So. Hier! Na, aber. Aber da fehlen noch mehr Teile. Bitte! Bist du auch ein Teil? Eine Pumpe oder so? Ist du zu klein? Nö, eigentlich sieht es nicht zu klein aus, oder? Nee. Naja, das wird zu groß. Oh oh! Jetzt habe ich aus Versehen eine. Ja. Komm, jetzt wieder. Warte, wo bin ich? Hier. Komm schon, gib's mir. Kannst du es nicht fallen lassen? Hätte ich, aber... Kommst du hier? Nein. Das sieht aus wie so ein kleines Pumpenstück, ne? Ja, das aber ist doch... das passt da nirgendwo rein. Das ist nirgendwo rein, das ist doch zu klein irgendwie. Muss ich jetzt so viele Rohrdinger finden? Warum nicht? Wo sollen die sein?
Ha? Aber wo sollen noch so viele sein? Ja. Aber... Was da? Kannst du da was machen? Nein. Das kann ich auch nicht... Doch, das kann ich anheben. Kann ich aber auch aufmachen. Jetzt ist... Oh, das Ding ist wieder gekommen. Zahnbürste. Anscheinend ist aber ein wichtiges Teil zu sein, wenn es wiederkommt. Ja, das stimmt allerdings, ne? Was kann ich denn noch als Rohr benutzen? Habe ich auch etwas übergroßes wie das hier? Das ist überhaupt, ja. Das kann nicht funktionieren. Ist kann anscheinend zu schwer. Aber du kannst bestimmt nicht da so durchgreifen, oder? Ja, doch, warum eigentlich nicht? Haha. Geht das? Ich weiß es nicht, ich guck mal. Ich sehe hier nichts. Ich glaube nicht, dass das geht. Oh. Ne, ich glaube, das kann ich nicht. Kann ich nicht greifen, leider. Hm. Dann sehe ich so im Innern aus? Ja. Hm. Ich habe mich schöner vorgestellt. Nein, ich habe das schon öfter gesehen von dir. Ja. Ich kann hier aber auch nichts aufmachen, abnehmen. Sie bewegte sich nicht. War was von innen verschlossen? Was von innen verschlossen? Ah, dann mach mal auf. Guck mal, da ist der Riegel links. Das aber ich muss dann wahrscheinlich auf beiden Seiten, ne? Ja. Und jetzt versuch mal, die ganze Wand rauszunehmen von der anderen Seite. Das ist ja wie so ein Stecksystem. Ja. Huch, da war ich ja schon. War zu weit. Ja. Ha. Cool. Jetzt haben wir das Rohr. Oh, Jesus. I love it. Ich will es ja nicht größer haben, ne? Nee, das passt. Hä, das war doch jetzt schon klein. Hä? Was machst du? Das war doch jetzt schon klein. Ach so, das war klein genug. Ja, das ist jetzt zu klein. Ich hab's ja schon über so ein... Oder? Lell. Nee, das passt. Doch, da hinten würde es reinpassen. Ja. Okay, fehlen nur noch 100. Zwei fehlen eigentlich. Ne, eins, zwei... Diese kaputten Rohre erinnerten ihn irgendwie an das Schiff. Vielleicht muss man auch gar nicht alle verbinden, sondern nur die richtigen. Mein Gott. Fällt nicht raus, ne? Nee. Sehr lustig. So, was haben wir... Ah. Guck mal, manchmal ist es auch einfacher, als man denkt, ne? Ja. So. Ne, da ist nix. Ja, Fischi, du brauchst nicht so atmen, als würdest du gleich sterben. Warum gehst du eigentlich die Treppe nicht hoch? Hat das einen Grund? Ja, ich kann da, glaube ich, nicht hoch. Nach oben war verschlossen. Kann ich nicht klar, hoch. Okay. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Hast du gut erkannt, guter Mann, du. Ne, ja, du... Aber guck dir mal bitte die Rohre an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle verbinden müssen oder ob wir die jetzt schon fertig machen können. Quasi. Ja, ich glaube. Ja. Weil der geht's. Genau, das passt doch schon. So, jetzt kannst du dir Wasser holen. Es lief. Doch komm. Yeah. Wo kommt das denn raus? Ah, das ist ein Loch. Och, Mann. Es ist auch. Mach zu, du ertrinkst, Alter. Ich krieg es nicht zu, das Rohr ist kaputt. Wasser schlug. Ah, aber der Fisch hat Wasser, alles gut. Und wir kamen wie eine Flut zurück. Die Kälte, die Dunkelheit. Ich glaube, das war richtig. Das wütende Meer, das mit ihm spielte wie mit einer Stoffpuppe. Aber Moment mal, Puppen können nicht ertrinken. Nein, ein bisschen Wasser konnte diesen Fischer nicht aufhalten. Ja, nicht mit mir. Nicht mit mir. So, Fischi, du hast Wasser. Bist du glücklich? Ich hab dir Wasser besorgt, Fischi. Oh, ja. Wasser. Ja. Wasser. Das ist ein guter. Der freut sich. Ja. Ja? Du kommst nicht los, ne? Oh, oh. Gibt es auch irgendwas zu essen? Wenn wir den größer machen würden, hätten wir Essen fürs ganze Jahr. Oh, der sieht voll gut aus. Es schien, was? Dass Papa vergessen hatte, seinen ausgestopften Fisch zu füttern. Gibt es nicht irgendwo was zu essen? Es muss doch etwas zu essen. Er will essen? Ja, klar gibt's Essen. Ich will ganz viel essen. Oh, edler Fisch. Und weißt du, wie man die Spitze des Leuchtturms erreicht? Fragte der Fischer. Ich bin ein großer. Du bist doch ein Dosenöffner, oder? Ja, aber unter Wasser ist der schwer zu bedienen. Meine Augen sind noch größer als mein Magen. Und wenn du nach oben willst, meine kleine Vorspeise, dann musst du mich erstmal füttern. Es muss doch etwas zu essen geben. Was? Zu essen. Ich bin am Verhungern. Ich kann auch gar nichts da reinstellen. Sehen aber doch so perfekt von der Größe aus.
komm schon. Ja. Ah, ah, ah. Nee, das dreht sich nicht, Patrick. Patrick, das dreht sich nicht. Aber das war doch jetzt perfekt. Ja, du, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Dose geöffnet hast. So perfekt. Toll, die sind leer. Aber die eine war nicht leer, oder? Die war noch gar nicht. Waren bestimmt alle leer, du hast nur nicht reingeguckt. Ach, deswegen geht das nicht. Der hat schon alles aufgefuttert. So, Fischi, Essen ist mau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir treiben schon noch was auf. Meinst du, wir könnten den Fisch mit dem Haken fangen? Der Fisch mit dem Haken? Ich rieche irgendwo was zu essen. Er riecht irgendwo was zu essen. Ich bin nicht zu weit von meinen Sensoren entfernt. Essen. Es musste doch irgendwo Futter für den ausgehungerten Fisch geben. Da ist vielleicht. Die muss doch voll sein. Tun. Große Fische fressen schließlich die kleineren. Aber na, die wie die Klack. Dose öffnen. Es war ein altmodischer Dosenöffner. Was ist da drin? Was ist da drin? An dem man von Hand drehen musste. Sie rochen. Kannibalismus hier? Antik. Aber ausgestopfter Fisch. Was ist das? Was? Alter, was ist der für einen großen Fisch? Kannibalismus! Oh komm. Warte. Oh, eine Grete verschluckt. Komm her. komm her, ich rette dich. Was nun? Es schien, dass der Fisch an seinem eigenen Appetit ersticken würde. Und einer Fischgrete. Wie meint das? Was? Der Fischer hatte Angst. Nee. Wie viele Familienangehörige dieses Fisches hatte er auf der Jagd nach dem. Komm mal raus hier. Da war die. Jesus Christ, was ist denn los? Stell dich mal nicht so an. Du hast dich selbst gegessen quasi gerade. Ich konnte wohl nicht genug kriegen. Was ist denn da los, ey? Ich wollte mehr. Immer mehr, wie immer. Eine Obsession. Ja. Aber ihr langbeinigen Landläufer. Langbeinige Landläufer. Nicht. Nee, verstehe ich nicht. Ihr habt ja alles, nicht wahr? Was sollte die Marionette dazu sagen? Also gut. Der Schlüssel für die Turmtür ist draußen. Draußen? Ich sah vor langer Zeit eine Figur, die ihn in der Nähe des Spiegels versteckt hat. In der Nähe des Spiegels? Draußen? Ich bin sicher, dass es irgendwo hier war. Hier? Eine Figur hat ihn hier versteckt? Kann ich das hier aufmachen? Steig ein. Was? Ich komme, Fischi! In den Mund! Willkommen bei Fischflug. Hol die Grete raus! Bitte halten Sie Ihre Arme ständig innerhalb des Mauls und keine Splitter, bitte! Ja. Wie ist Ihr Sitz, Sir? Ich sitze bequem, danke! Es gab viel Beinfreiheit, aber die Aussicht ließ etwas zu wünschen übrig. Ja, machst du brav! Nach, naja, Sardinen. Okay, wo bringst du mich hin? Sehe ich hier irgendwas? Ist es da drin? Wir sind da. Achten Sie darauf, nicht zu stolpern. Ah, wie gut ist das denn? Ach, der Schlüssel war zu hoch. Fände er vielleicht etwas, das er verwenden könnte? Vielleicht im Leuchtturmwärterhaus? Im Leuchtturmwärterhaus? Was? Ich kann das alles doch hier nicht bewegen. Schlüssel war zu hoch, hat er gesagt. Kommt er auch nicht durch, ne? Er musste nur den Schlüssel finden. Hm. Kann ich hier lang? Was ist das hier? Ach, das sind so Sammelobjekte, ne? Mhm. Enterhaken. Da hoch komme ich nicht. Ich kann hier auch nicht weiter, glaube ich. Der Schlüssel war irgendwo dort in der Nähe des Waschbeckens oder darüber. In der Nähe des Waschbeckens oder darüber. Oh. Nee, das ist ja alles so groß, um es jetzt zu bewegen. Kann ich hier runter? Nee, ne? Nee. Was passiert, wenn ich wieder in den Fischmund springe? Probier's aus. Fährst du mich irgendwo hin? Ja, okay, jetzt hier jetzt Schnellreise quasi. Aber der hat gerade gesagt, vielleicht, na, Fischi? Ich war gerade noch in deinem Mund. Hm.
Ah. Hallo. Huch. Hallo, ich bin's. Ich bin der Fischermann. Schweiß. Wie komme ich jetzt da rein? Ich brauche eigentlich das hier, oder? Hm? Das sagt aber nichts dazu. Normalerweise sagt, gibt mir Hinweise, wenn ich richtig liege. Wenn ich jetzt... Oh nee, Quatsch, da komme ich ja... Nee. Hä? Aber sowas von gar nicht. Da rein! Nicht zurück! Ach, brauche ich die Leiter? Die hier? Komm! Leiter! Hahaha! Ich bin so smart! Das würde ich so nicht sagen. Das ist auch nicht ganz richtig, aber... Ich glaube, ich brauche aber trotzdem das Ding, oder? Wo ist das Ding hin? Siehst du das? Ah, da ist es wieder. Ich nehme das jetzt einmal sicherheitshalber mit. Ich weiß nicht, ob ich es brauche oder ob ich rein kann. Du, 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 du. Ich komme da doch nicht ran. Das Ding ist viel zu weit weg. Ja. Kannst du ja rein teleportieren? Kann ich auch nicht, ne. Kann ich über den Playspace einfach rüber? Bin ich so scheiße? Mach das. Ah, ich darf das damit nicht. Komm aber doch ran! Nee, das ist das falsche Werkzeug. Okay, lass mich wieder runter. Muss ich wahrscheinlich erstmal wieder zurück und jetzt noch ein Objekt zum Greifen. So. Es muss richtig, richtig lang sein, du. Die Gabel? Die Gabel ist aber nicht richtig lang, oder? Würde auch in der Länge gar nicht... Ach, würde schon durchpassen, aber... Ich vermute mal, der sagt, ja, damit könnte es gehen. Wenn ich irgendwas greife, oder? Könnte sein. Macht er nämlich immer. Auch nix. Staubwedel, der blinkt auch. Ach, Bücher, ich mag keine Bücher. Ja gut, ich glaube, wir hören an dieser Stelle auf. Geben auf. Ja. Ich hätte garantiert gleich was gefunden. Was? Ich hätte garantiert gleich was gefunden, aber wir können gerne... Ich stehe mir einfach nicht gerne in die Lage. Wir haben einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kann jetzt ein kurzes Fazit noch ziehen. Es ist auf jeden Fall... ja, genau, lass einfach mal zu einem Fazit kommen. Ja, also, was ich jetzt gesehen habe, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Konzept. Mal eine eigene Game-Mechanik irgendwie, ja, ne? Mit diesem Raum im Raum im Raum im Raum. Macht auf jeden Fall Spaß auf mehr, würde ich sagen. Ja, und die Rätsel waren jetzt auch nicht zu einfach. Sie waren stellenweise schon... Obwohl, wir haben schon mal so ein paar Minuten gebraucht und ich finde, das ist so das ideale Level. So. Ja, du wirst nicht frustriert. Ich meine, ich habe jetzt nicht so lange daran gesessen. Ich hätte jetzt ein Objekt gesucht, was zu lang ist. Ja. Ich hätte das geschafft. Bei dir weiß man es nicht. Ich hätte es nicht geschafft. Aber... Also, das hat mich jetzt schon so ein bisschen Bock auf. Behalten wir mal im Auge. Ne? Ja, im Januar bin ich sehr gespannt, wenn das komplette Spiel rauskommt, auch wie lange das Konzept sich dreht. Ja, und ich weiß, wie viele Kapitel das sein soll. Ich glaube, das kriegen die hin. Ja, vor allem, du kannst halt relativ viele verschiedene Rätsel machen. Ja. So. Also, du hast immer den gleichen Mechanismus, hochreichen, runterreichen, aber du musst dann halt kombinieren und vielleicht ein paar Sachen mehr. Und das mit dem Fisch fand ich richtig cool, dass der auf einmal, du siehst, okay, der schwimmt davor, da muss ich mich umdrehen. Da würde ich gleich gerne nochmal reingucken, ob man das einstellen kann. Ja, dann guck du nochmal rein. Wir spielen noch eine Runde, aber wir verabschieden uns von euch. Also, haut rein. Yeah! Auf jeden Fall 2 Daumen ganz weit nach oben für dieses Spiel. Ich habe Lust drauf.